Hey Formel 1 Freaks, Dr. Helmut Marko ist eines der Urgesteine der Formel 1 und eine der bekanntesten Persönlichkeiten im gesamten Formel 1 Zirkus. Und trotzdem spricht man irgendwie relativ selten über seine Karriere und seine Geschichte und seinen Werdegang. Und deshalb werde ich das in diesem Video mal nachholen. Ich werde euch die gesamte Geschichte von Dr. Helmut Marko erzählen, inklusive seinem schicksalhaften Tag, an dem er sein linkes Auge verloren hat. Bleibt also gern dran, abonniert den Kanal für regelmäßige neue Formel 1 Videos. Ich danke euch. Es ist der 20. Mai 2019. Eine große Legende der Formel 1 ist von uns gegangen. Niki Lauda, der dreimalige Weltmeister. Und wen es ganz besonders hart getroffen hat, das war Dr. Helmut Marko. Der hat in Interviews, ja, sehr getrauert um seinen langjährigen Freund und er war teilweise sogar den Tränen nahe. Denn ihn und Niki Lauda verbindet eine solch lange Zeit, dass sie sich natürlich sehr ans Herz gewachsen sind in all den Jahrzehnten. Sie haben sich erstmals 1968 kennengelernt bei der Formel V. Da waren sie noch Gegner, da haben sie sich noch gar nicht so gut verstanden. Denn da beide aus Österreich kommen, war ihr beiderseitiges Ziel, die Nachfolge von Jochen Rindt anzutreten. Also das heißt, das nächste österreichische große Ding in der Formel 1 zu werden. Jochen Rindt, der war zu dem Zeitpunkt schon eine Weile aktiv in der Formel 1 und relativ erfolgreich unterwegs. Der ist nämlich schon seit 1964 in der Formel 1 aktiv. Die beiden wollten also Jochen Rindt nacheifern. Und auch zu Jochen Rindt hatten die beiden eine gute Freundschaft. Helmut Marko war ein guter Jugendfreund von Jochen Rindt. Die beiden sind nämlich auf die gleiche Schule gegangen, nämlich auf die Privatmittelschule Bad Aussee. Und deshalb war es eben das große Ziel von Dr. Helmut Marko, auch in die Formel 1 zu kommen. Er hat aber zuerst studiert, nämlich Rechtswissenschaften und hat da 1967 dann auch promoviert und den Doktortitel eben gemacht. Nach seiner Promotion ist er direkt in den Motorsport eingestiegen. Er ist 1967, also noch im selben Jahr, als er den Doktortitel abgeschlossen hat, in die Formel V eingestiegen. Und im Jahr 1968, also ein Jahr drauf, hat er das Team gewechselt und ist in das Cayman-Team von Kurt Bergmann gewechselt. Und mit diesem Team hat er in diesem Jahr dann auch auf Anhieb den österreichischen Titel geholt. Und das hat ihm die erste Bekanntheit eingebracht. Ein Jahr später ist er dann Sportwagenrennen gefahren, ist aber gleichzeitig immer noch ein paar Rennen in der Formel V und in der Formel 3 gefahren. Das heißt, in dem Jahr ist er drei verschiedene Meisterschaften gefahren. Und in der Formel V, da war er beim McNamara Rennstall aktiv, die er dann auch juristisch unterstützt hat. Das heißt, da konnte er sein Studium der Rechtswissenschaften nutzen. Das ging dann zwei Jahre lang so weiter und 1971 kam dann sein großer Durchbruch. Denn da hat er das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen, zusammen mit dem Niederländer Gis van Lennep auf einem Porsche 917. Und dieser Gewinn, der hat ihn dann in die Formel 1 katapultiert, denn er ist noch im selben Jahr in der Formel 1 debütiert für BRM und hat da seine ersten Rennen gefahren. Das war aber nicht ganz so einfach, denn er hat es am Anfang sogar mal versucht, mit McLaren Ford in diesem Jahr sich zu qualifizieren für einen Formel 1 Grand Prix, aber er hat es nicht geschafft. Das war beim Großen Preis von Deutschland. Aber beim Großen Preis von Österreich hat er es dann mit dem BRM-Team schließlich geschafft. Und seitdem war dann das BRM-Team sein Team, auch im nächsten Jahr, 1972. Dort hat er einige sehr viel bessere Ergebnisse eingefahren. Er war sogar zu dieser Zeit besser als Niki Lauda. Denn Niki Lauda und er haben zum selben Jahr debütiert in der Formel 1, nämlich eben 1971. Aber Niki Lauda war damals beim schlechteren Team, nämlich March. Und BRM war besser. Das heißt, zu der Zeit hat Dr. Helmut Marko bessere Ergebnisse erzielt als Niki Lauda. Und das sollte letztendlich dazu führen, dass Niki Lauda eigentlich die Karriere von Dr. Helmut Marko fortgeführt hat. Nachdem folgendes, was ich euch jetzt erzählen werde, passiert ist. Nämlich der Unfall von Dr. Helmut Marko, der alles verändern sollte. Das war nämlich beim Großen Preis von Frankreich 1972. Um 14 Uhr war der Rennstart und 20 Minuten nach dem Start passierte schließlich der schicksalhafte Unfall von Dr. Helmut Marko, der ihm sein linkes Auge kosten sollte. Ronnie Peterson, der vor ihm gefahren ist, kam von der Strecke ab und hat einige Steine aufgewirbelt, denn in Clermont-Ferrand, wo eben das Rennen war, da gab es sehr viele Steine neben der Strecke. Und als Dr. Helmut Marko dann so darauf zufuhr, hat er einst erzählt, dass er den Stein noch kommen sah. Aber da war nichts mehr zu machen. Das war wie ein Schatten, der auf ihn zuflog und er konnte nicht mehr ausweichen. Der Stein flog ihm ins Visier, hat das Visier durchschlagen und sein linkes Auge getroffen. Dr. Helmut Marko hatte eine Riesenverletzung am Auge, alles hat geblutet und das Rennen war natürlich für ihn sofort beendet. Er wollte natürlich direkt in ein Krankenhaus. Doch das war irgendwie damals nicht so einfach. Denn zuerst hat man ihn in ein falsches Krankenhaus gebracht, dann irgendwann doch in das Richtige, aber dann war der Arzt, der für Augen
Operation zuständig war, nicht da. Er war tatsächlich bei einer Grillparty. Und deswegen musste Dr. Helmut Marko, haltet euch fest, 6 Stunden im Krankenhaus warten, bis man ihn gegen 20 oder 21 Uhr schließlich dann operieren konnte und in Empfang nahm. Da saß er also, und er sagt selbst, mit unglaublichen Schmerzen, und trotzdem hat sich niemand gerührt. Sie haben sogar noch die Dreistigkeit gehabt, ihm zu sagen, er muss das jetzt im Vorfeld bar bezahlen, diese Behandlung, denn er ist kein Franzose und er hat nicht die passende Krankenversicherungskarte dabei. Das sind die Anekdoten, die Dr. Helmut Marko darüber immer erzählt, und er sagt dazu, dass einem das kaum einer glaubt. Denn wenn man mit so einem zerstörten Auge im Wartesaal von einem Krankenhaus sitzt und niemand reagiert, dann ist das wirklich kaum zu glauben. Aber damals, 1972, war das wohl so. Viele Leute fragen Dr. Helmut Marko immer, ob man sein Auge hätte retten können, wenn da früher behandelt worden wäre. Aber er sagt, das könnte sein, aber man kann es ja nie im Nachhinein dann noch sagen, ob das wirklich so gewesen wäre. Also, er sagt immer, es war Schicksal und es hat eben so einfach kommen müssen, denn so ein Stein, dass der den Weg genau in sein Auge findet, das kann man nie vorher berechnen, das kann man auch nicht. Also darauf kann man sich auch nicht vorbereiten oder man kann sich davor auch nicht schützen. Und deshalb sagt er, dass es halt Schicksal für ihn gewesen ist, und dieses Schicksal hat schließlich dazu geführt, dass er seine Rennfahrerkarriere ab diesem Moment beenden musste. Und das hat wiederum dazu geführt, dass Niki Lauda eben in die Fußstapfen von Dr. Helmut Marko getreten ist und im Prinzip seine Karriere danach gelebt hat. Denn Dr. Helmut Marko hatte für die nächste Saison, also 1973, einen Vorvertrag mit Ferrari. Und Niki Lauda, wissen wir alle, ist ab 1974 für Ferrari gefahren. Das Jahr 1973 zwar noch nicht, aber da ist er ironischerweise für BRM gefahren. Also für das Team, für das eben auch Dr. Helmut Marko gefahren ist. Und da war Dr. Helmut Marko am Anfang ein bisschen neidisch, aber am Ende hat er gesagt, wenn einer seine Karriere sozusagen übernommen hätte sollen, dann soll es eben ein Österreicher sein und sein Kumpel Niki Lauda. Da war er dann also irgendwann fein damit und sie wurden später richtig gute Freunde, haben sich eben immer zum Frühstück getroffen an der Rennstrecke und haben da über alte Zeiten geredet. Und das verbindet die beiden. Diese lange Geschichte. Und als dann eben Niki Lauda gestorben ist, 2019, da war das für Dr. Helmut Marko ein herber Schlag. Er hat gesagt, er ist jetzt der einzig übrig gebliebene, einsame Methusalem nur noch im Formel 1 Paddock, und das hat ihm schwer zu schaffen gemacht. Aber die beiden waren nicht immer beieinander sozusagen, denn sie sind zwischenzeitlich unterschiedliche Wege gegangen. Während Niki Lauda eigentlich durch die Bank weg immer in der Formel 1 geblieben ist, also im Umfeld, wenn nicht als Fahrer, dann eben auch als Teamchef und im Management, so war Dr. Helmut Marko zuerst nach seiner Karriere als Rennsportler tatsächlich in der Hotelbranche aktiv und hat 2 Hotels eröffnet, aber später ist er dann zurückgekommen in den Rennsport, hat 1984 ein eigenes Team gegründet, das RSM Marko Team, und mit diesem Team war er sogar in der DTM aktiv und in der Formel 3. In der Formel 3 hat er ab Mitte der 1980er mit diesem Team fungiert und konnte da richtig gute Erfolge feiern. Er konnte sich nämlich 1989 den Titel holen mit Karl Wendlinger und 1994 mit Jörg Müller. Da das so gut lief, ist er dann mit diesem Team international geworden. Er ist nämlich von 1996 bis 2003 in der internationalen Formel 3000 Serie mit diesem Team gestartet und konnte da auch mit Jörg Müller in seinem Debütjahr 1996 den Titel holen. Dr. Helmut Marko war also in aller Munde als guter Teamchef, als Manager, und deswegen konnte er in der Zeit auch Leute wie Gerhard Berger oder eben Karl Wendlinger managen. Da konnte er sein Talent als Manager erstmals richtig aufbauen und ja, sich da einen Namen machen. Als Red Bull dann Mitte der 90er Jahre erstmals als Sponsor in der Formel 1 aufgetaucht ist, da hat man dann schon auf Dr. Helmut Marko geschielt. Und Red Bull hat ihn dann schließlich als Berater für Nachwuchsfragen eingestellt. Das war schon in den 90er Jahren. Und 2003 wurde Dr. Helmut Marko dann der Teamchef des Red Bull Junior Teams in der Formel 3000 Serie und konnte damit zum Beispiel Juan Pablo Montoya den Weg in die Formel 1 ebnen. Und dann letztendlich 2005 ist er in die Formel 1 zurückgekehrt als Motorsportchef von Red Bull Racing. Und da hat sich dann eben wieder mit Niki Lauda sein Weg so richtig gekreuzt. Da waren sie dann wieder zusammen zurück in der Formel 1 und sind seitdem die besten Freunde gewesen. Seit seinem Unfall trägt Dr. Helmut Marko in seiner linken Augenhöhle eine Augenprothese, und ja, das Auge konnte nicht gerettet werden. Aber er hat sich mittlerweile daran gewöhnt und ja, man kennt ihn so.
Und es ist irgendwo sein Markenzeichen geworden. Derjenige, der den Stein aufgewirbelt hat, Ronnie Peterson, der ist übrigens leider tragischerweise 1978 dann tödlich verunglückt beim großen Preis von Monza. Da gab es einen Massencrash, wo unter anderem auch Ricardo Patrese und James Hunt beteiligt waren. Und das Auto von Ronnie Peterson ist auch in Flammen aufgegangen. Das war aber nicht der Grund, warum er gestorben ist. Er hatte sich beide Beine gebrochen und er hatte nur geringe Verbrennungen. Er kam sogar ins Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, er wird überleben zum einen und zum anderen wird er auch wieder laufen können und sogar wieder Rennsport betreiben können. Nur 5 oder 6 Monate nach dem Unfall. Das haben sie ihm prognostiziert. Aber bei der OP, die 6 Stunden gedauert hat, kam es dann schließlich zu einer Fettembolie und Ronnie Peterson ist dann daran verstorben. Trotzdem ist er in dem Jahr sogar noch Vize-Weltmeister posthum geworden. Das ist so ähnlich wie Jochen Rindt, der ja auch posthum sogar Weltmeister geworden ist 1970. Ja, das war noch die Hintergrundgeschichte zu Ronnie Peterson und im Gesamten war dieses Video die Geschichte von Dr. Helmut Marko. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da. Ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.